Hallo Freunde, im Winter draußen zu sein ist ziemlich uncool. Wir können froh sein, in beheizten Häusern zu leben. Für Tiere auf der Straße wäre das Luxus. Sie leben das ganze Jahr draußen und müssen mit den Temperaturen zurechtkommen. Auch in Sibirien leben Tiere auf der Straße und dort sind die Temperaturen nicht so mild wie bei uns und fallen nicht selten in den zweistelligen Minusbereich. In manchen Orten Russlands ist es manchmal so kalt, dass Wasser sofort gefriert. Es ist unglaublich, wie schnell das dann vonstatten geht. Im letzten Winter war es dort besonders kalt. Eine Familie machte vor ihrem Haus eine ungewöhnliche Entdeckung, die sie so zuvor noch nie gesehen hatte. In einer kleinen Pfütze war eine Katze eingefroren. Sie lebte noch und stand anscheinend zufällig in der Pfütze, als der Kälteeinbruch kam. Hilflos hockte sie dort im Schnee und kam nicht mehr weg. Alle vier Pfoten waren festgefroren. Mit warmem Wasser versuchten die Familienmitglieder, das arme Tier zu befreien. Sie schütteten das Wasser nach und nach auf die Pfoten und konnten so eine nach der anderen aus dem Eis ziehen. Die Katze ließ alles über sich ergehen, obwohl Katzen eigentlich Angst vor Wasser haben. Die letzte Pfote wollte sich nicht richtig lösen, doch mit noch mehr Wasser konnte auch sie befreit werden. Nach dieser Aktion wurde die Katze erstmal aufgewärmt. Sie konnte sich im Haus nach diesem schlimmen Vorfall wieder wunderbar erholen. Wenn es draußen schon so kalt ist, dass Tiere einfrieren, wird es echt unangenehm. Wie hättet ihr der Katze geholfen? Schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch weitere Videos von mir anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!